Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von The House of Da Vinci Teil 3. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Knobeln, Rätseln und mir aushelfen, wenn mein Hirnapparat mal wieder aussetzen sollte. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei einer Spielerin bedanken, die mir einen wertvollen Hinweis gegeben hat, weil ich ja aktuell nicht weitergekommen bin. Und diesem Hinweis gehe ich jetzt nach, weil ich nämlich hier vergessen habe, was zu lösen. Dankeschön. So, das ist nämlich das Werkzeug, was wir brauchen, um die blöde Bremse lösen zu können im Garten. Was dann allerdings zu tun ist, weiß ich nicht. Es muss ja spannend bleiben. Auf jeden Fall möchte ich hier von dieser Villa endlich runter. Da brauche ich schon ganz schön lange. So. Und bin dann gespannt, wo es hingeht. So, hier setzen wir das jetzt ein. Lösen die Sperre. Und der Wagen rollt. Und ein Rätsel. Wie schön. Was muss ich da machen? Wieso bin ich jetzt hier? Okay. So. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Moment, hier ist ein Pfeil. Nee, kann ich nicht bewegen. Was muss ich denn hier machen? Ah! Ach Gott, das ist ein Cursor. Alles klar, okay. Wo muss der denn hin? Wo muss der denn hin? Warte mal, was ist das denn hier? Was muss ich denn da machen? Nein, ich will nicht gucken. Was muss ich denn damit machen? Wieder irgendwas? Ist da irgendwas notiert? Nichts. Nein, mach mal auf. Da haben wir keinen Hinweis. Moment mal, die sind alle. Ja, aber gut, so. Was ist denn das hier? Ja, es ist schön, das weiß ich schon lange. Aber hier peile ich gerade überhaupt nichts.
Nein, nicht weggehen. Mein Gott, ich. Oh. Okay, das ist der Karren. Das habe ich mir schon gedacht. Aber wohin soll ich es bewegen? Ich bin mir sicher, dass ich das herausfinden werde, wenn ich die Bilder in der Nähe der Ecken des Labyrinths untersuche. Wenn ich die Bilder in der Nähe der Ecken. Ach ja, die Bilder. Das sind ja Bilder. Das sind ja auch. Ah, Baum. Baum? Ja, ich muss. Ach, warte mal, das hier, was ist das denn hier? Ist das vielleicht die Drehplattform? Und nu? Bin ich genauso schlau wie vorher. Was ist das denn jetzt hier? Nein, ich. Oh. Passiert da irgendwas? Nö. Der muss den drehen. Wahnsinn, was das Spiel glaubt, dass ich das schaffe. Unfassbar. Vielleicht muss ich das bloß aktivieren. Nee, muss ich nicht. Geht dann wieder weg. Ich kapiere den Baum noch nicht. Was wird denn. Warte mal. Was ist oben? Ach, so geht's auch. Pfeil. Pfeil, Kreuz, Kreuz. Ist ganz einfach. Ich kapiere es nicht. Ich glaube, die Bilder zeigen die Stellen, an denen der Wagen während meiner Interaktionen stehen geblieben ist. Vielleicht sollte ich versuchen, die Reihenfolge wiederherzustellen, in der ich sie besucht habe. Hä? Was? Die Reihenfolge wiederherstellen. Gut, viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Also wenn das hier aktiviert bleibt. Ja, aber. Ah. Ah, okay, bleibt. Was war da unten? Schauen wir mal einfach nach oben jetzt. Oh, schaut gut aus. Pfeil. Oh ja. Huhu, wir sind doch nicht so doof. Ornament. Ornament. Schön.
Wohin? Wo kommt das hin? Wo kommt das hin? Keine Ahnung. Da stehe ich nun mit meinem Latein. Was müssen wir machen? Da müssen wir nichts mehr machen. Keine Ahnung. Mal wieder. Was das Schwierige ist an dem Spiel, finde ich jetzt persönlich, dass man nie weiß, wann man irgendwo mal wirklich komplett fertig ist. Das ist das Schwierige eigentlich, finde ich. Weil man immer wieder an die Orte zurück muss, weil dann da irgendwann noch eine Kleinigkeit ist, die man übersehen hat und so weiter und so fort. Wie zum Beispiel hier. Wieso kann ich hier hin? Es ist doch alles gemacht. Aber hier ist doch auch alles fertig. Da oben ist auch nichts mehr, oder? Nee. Also ich sage jetzt einfach mal, wir sind hier fertig. Und gehen jetzt mal. Ja, draußen, da ist doch nichts mehr. Da sind wir auch fertig. Ich glaube, wir müssen noch mal in die Zeitmaschine. Da können wir auch nichts machen. Jetzt schauen wir nochmal in den anderen Raum, aber ich glaube, da war auch nichts mehr. Ah, nein, nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch. Erstmal hier rein. Nee, da ist das fertig. Ja, ist nichts mehr. Aber hier weiß ich auch nicht. Da ist doch nichts. Ich muss schauen. Ich sollte mir es genauer ansehen. Ja, ich habe es mir schon angeguckt. Ich habe keine Ahnung.
Ornament. Hier ist nichts. Es scheint, dass es in einen Gegenstand aus meinem Inventar passen könnte. Wie soll man das denn wissen, Leute? Ganz ehrlich, geht gar nicht. Hä? Ah. Ich finde das fies. Ich finde es das fies, dass die Gegenstände dann auch noch mit Rätseln bestückt sind. So, da vermute ich jetzt was. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, hier ist noch was. Hier. Wir haben mal Glück. Ornamentales Hebelteil. Aber wofür brauche ich das? Wofür brauche ich das? Ach, hier. Hier oben, oder? Das steckt man jetzt da rein. Ja. Yes. So, das war der erste Streich. Und nun? Muss ich da noch was machen? Nee, da kann ich das wieder zurückmachen. Will ich ja gar nicht. Nee, warte doch, oder? Wollen wir mal gucken, was passiert? Ah ja. Okay. Ach so, muss der da drin bleiben? Ja. Okay. Ah, hier ist was. Ah! Okay. Ist er jetzt schon drin? Yo, Baby. Na, endlich. Oh, Gott sei Dank. Oh, oder so, ist er noch besser. Das ist ja noch besser. Cool, so, endlich. Jetzt müssen wir in die Vergangenheit. Müssen wir da wieder hoch?
und können endlich das Gewicht einsetzen. So, und ich vermute, da ist was. So ist es. Nee, wir kommen. Oh, wir können ganz hoch. Cool. So, das müssen wir schieben. Ja, schieben. Rücken. Ui, wie gespenstisch. Aha, Wasser. Ah. Sollte ich vielleicht den Mechanismus mal schließen? Ist hier noch irgendwas? Ui. Ja, cool. Können wir da noch was machen? Tja. Gebt euch mal das. Gebt euch diese Technik mal. Das ist ja unfassbar. Und ich würde sogar behaupten, dass das funktioniert. Moment mal, funktioniert das? Aber wie kommt das Wasser nach oben? So, wie kommen wir denn jetzt runter? Da ist jetzt zu hier. Müssen wir da reingehen? Es geht abwärts. Wow. Cool. So, wir wollten hochgehen und die Klappe schließen. Ja, Moment mal, was ist denn jetzt mit der... Ist es hochgegangen? Ja, klar. Das habe ich gar nicht... Dachte schon, was ist denn jetzt los? Das ist ja auch cool, oder? Irre. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Sonne? Wir da irgendwo was machen? Oh. Ui. Eine Notiz. Lieber Giacomo, noch einmal. Es tut mir leid für die Prüfung, die du gerade bestanden hast. Sie war notwendig, denn wir können es uns nicht leisten, so überrascht zu werden wie in Sacra di San Michele. Wenn du darüber nachdenkst, wird es dich nicht überraschen, dass Luca Pacioli und ich in Rom sind. Aha, es geht nach Rom.
Rom ist eine riesige Stadt und einige ihrer wenigen schönen Viertel sind ideal für Leute, die nicht gesehen werden wollen. Vor allem, wenn diese Beobachter überall sein könnten. Der Besitz der Barackensiedlungen in Rom ist aus mehreren Gründen wichtig für uns, aber mehr erzähle ich dir persönlich. Du findest uns in einem Gasthaus namens die Kahle Dame. Sei vorsichtig, ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. PS, vergiss nicht, die Chronik mitzubringen. Du weißt am besten, wo du sie aufbewahrst. Also, es geht nach Rom. Cool. Teil eines bronzenen Kelches. Okay. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier notiert? Hallo. Willst du nicht? Er will nicht. Ach, hier. Ah. Leonardo schrieb, dass der Wind flüstert, welchen Weg er nehmen soll. Die Zeichnung des Hahns war eine nette Idee, aber es war viel schwieriger hierher zu kommen, als nur zu erkennen, was mein Ziel war. Wie auch immer, es ist geschafft. Es sieht nicht so aus, als würde ich verfolgt werden oder als wüsste jemand von diesem Haus. Aber ich kann Leonardo nicht verübeln, dass er sich vergewissern will. Es ist immer besser, vorsichtig zu sein, aber jetzt ist es an der Zeit, dass ich die Chronik hole und mich auf den Weg nach Rom mache. Okay, das ist der Brief. Gut. Okay, wie komme ich nach Rom? So, jetzt müssen wir hier öffnen. Wing. Flatsch. Das ist genial. Das ist wirklich genial. Was muss ich damit machen? Teil eines bronzenen Kelches. Das Buch. Das Buch, naja gut, Bücher habe ich eigentlich nur hier, naja, und in dem anderen Raum, stimmt, müssen wir mal gucken, ne, Bücher, hier, ist kein Buch. Ist hier das Buch? Ich will doch gar nicht rausgehen. Ich kann mich nicht umdrehen. Geht nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich doch rüber. Jetzt dreh dich halt mal um. Mensch. Kameraführung ist manchmal wirklich zum Davonlaufen. Die überdreht immer so, finde ich. Naja. So, gibt's hier ein Buch? Viele. Müssen wir das da drauf tun? Ah. Da ist es. Na ja, klar, die hatten wir ja, glaube ich, schon mal gehabt. Es geht nach Rom. Endlich, mein Gott. Das hat lange gedauert. So, die Kahle Dame, Rom in 1508. Wir spielen Rom in einer eigenständigen Folge, meine Lieben. Dann habe ich schönere Kapitel. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war jetzt auch mal nicht zu lang. Die nächste Folge gleich im Anschluss von Rom. Und ich freue mich dann sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin euch alles Gute. Macht's gut.
Bis bald. Ciao.